Damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars The Force Unleashed. Das letzte Mal haben wir gegen Proxy gekämpft. Das war ein sehr, sehr, sehr schwerer Kampf zum Schluss. Ich habe den auch nur gewonnen, weil ich dann öfters mal meinen Stoß gemacht habe und dadurch hat er eine Attacke gemacht, die den so nach oben schleudert, was mir echt enorm geholfen hat. Und ja, worüber ich jetzt überhaupt nicht erfreut bin, ist, dass Proxy anscheinend jetzt erledigt ist. Das ist nicht so toll. Also, ich finde es zumindest nicht toll, sagen wir es so. Nein, komm, komm, geh weg damit. Okay, der ist schon mal erledigt. Achso, der ist ja schon. Wir halten ja nicht viel aus. Achso, kurz vorher sein Schild aktiviert. Aber sehr nett von dir. So, das Ziel habe ich auch erreicht. Okay. Einen habe ich schon mal. Ein von vier. Wie komme ich zu den anderen hin? Oh, da ist ja noch einer. Hallo. Tschüss. Wow. Ah, Mann. Das ist unfair. Wie mit dem Bumerang, wo er es geschafft hat, auch mich zu erwischen, obwohl ich ein paar Meter weiter oben war. Komm, nimm ihn und weg damit. Wo ist er denn hin? Ach so, da. Oh, und da. Und hier war doch noch einer. Der ist jetzt plötzlich weg. Keine Ahnung. So, den habe ich jetzt auch. Ich habe bei dem anderen gar nicht geguckt, ob er jetzt was so eine Sphäre drin ist. Das ist ja hier, wo ich hergekommen bin. So, ist hier irgendwas? Nein, hier jedenfalls nicht. Oh, ich bin einfach durch die Tür. So, den habe ich schon mal. Fehlt jetzt nur noch einer und die Gegner hier weg. So, wo ist der andere? Da. Jetzt, hallo? Lass das. Okay, in die Richtung weiter. Ich hoffe, dass hier außen auch nichts ist. Hier ist auch nichts drin, okay. Wäre so optimale Verstecke gewesen. Ach, stimmt. Ich kann ja nicht auf der Tür stehen. Ist ja unlogisch. Die kann mir zwar den Weg versperren, aber ich kann nicht draufstehen. Oh, bei dem anderen habe ich den Scharfschützen vollkommen vergessen. Naja, ist nicht so schlimm. Jetzt.
Was ist draußen los, Junge? Einer der Sternzerstörer kommt direkt auf mich zu. Ich muss hier weg. Du kommst niemals rechtzeitig weg. Sieh ihn in die Kanone. Was? Ihr seid verrückt, er ist riesig. Du bist ein Jedi, Junge. Größe ist unwichtig. Greife mit der Macht nach dem Schiff oder stirb auf diesem Schrotthaufen. Haha, ihr seid witzig. Ihr seid sowas von witzig. Ja, ich komme ja noch nicht mal... Das will ja nicht mal dorthin. Das ist ja das Problem. Oh nein, jetzt hat einfach... Was? Mann, ich wurde getroffen und halbes Leben weg. Seriously? So, die kann ich ja schon mal zerstören. Dann nerven die mich nicht mehr. Nein, jetzt nimm doch. Jetzt nimm doch. Mann. Warum nehme ich? Ist ja fast so, als müsste ich das. Gott. Okay. Aber ist mal wieder was ganz anderes. Oh, ist trotzdem noch eins zerstört worden, wie auch immer das passiert ist. Wo schießt es das hin? Ich sag, es soll nach vorne und dann macht es nicht den Vor ein, sondern irgendwo, keine Ahnung. Ah, komm. Und das hat jetzt gar nichts mehr gemacht, weil ich getroffen worden bin und dann, ach nö, getroffen macht weg. Warum machst du das denn immer dort hinten hin? Lass doch die Türme in Ruhe. Genau, den da zerstören. Und mir dadurch ein bisschen Leben geben. Ja. Wieder mal so ein... warum sollte ich das nehmen? Aber es sind noch zwei Stück, wenn ich das richtig sehe. Sollte doch eigentlich zu machen sein. So, jetzt noch einer. Na! Noch einer. Da kommt er direkt. Ja, genau. Oh, toll. Toll. Jetzt aber. Greife mit der Macht nach diesem Zerstörer! Ja. Greife mit der Macht nach diesem Zerstörer! Was? Was soll ich machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Warte. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Soll ich den genau mit der Spitze zu mir ausrichten? Warum? Greife mit der Macht nach diesem Zerstörer! Und was hat das jetzt? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das ganz und gar nicht. Jetzt dreht er sich doch erst recht wieder weg. Muss man nicht verstehen, ne? Mit der Macht nach diesem Zerstörer! Okay. Jetzt wieder und ich habe keine Ahnung, wieso. Wow. Jetzt so? Da hinten kommen schon die nächsten. Okay, scheiße, die nächsten kommen und ich bin tot.
Junge? Wurde das Raumschiff zerstört? Wiederhole, wurde das Raumschiff zerstört? Bitte komm! Junge! Ruhig, General, ich bin noch hier. Gut. Gut. Wir sehen uns auf dem Schiff. Master? Proxy! Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Aber seien Sie so freundlich und lassen Sie mich hier. Was redest du denn da? Die Schockwelle. Sie hat Teile meines Prozessors zerstört. Meine primäre Programmierung ist gelöscht. Ich bin nutzlos. Proxy, du bleibst nicht hier. Komm schon.